Oh, ich habe Post. Abgeschlossen. Interessant, das ist eine Ansichtskarte aus Waikiki. Anscheinend ist Annie in den Urlaub gefahren. Verdammt, warum weiß ich davon nichts? Mal schauen, was sie schreibt. Lieber Zack, wir genießen die Flitterwochen hier auf Waikiki in vollen Zügen. Jacques und Annie. Was? Annie hat geheiratet? Und sie ist auf Waikiki? Muss ich jetzt extra nach Waikiki reisen? Oh nee! Merkwürdige Klappe. Die ist verschlossen. Vielleicht sollte ich mal klopfen. Ich klopfe mal. Ich habe mal wieder keine Ahnung, was du von mir willst. Ich klopfe mal. Ich klopfe mal. Golden Gate Bridge. Der Busfahrer wurde gefeuert, weil er zu oft am Steuer eingeschlafen ist. Bushaltestelle mangels tüchtigem Personal geschlossen. Kein Wunder bei dieser Schlafmütze von Busfahrer. Mist! Wie soll ich jetzt zum Flughafen bzw. in mein Büro kommen? Zu Fuß schaffe ich das nicht und per Anhalter ist auch aussichtslos um diese Uhrzeit. Nach der Pleite des Telefonkonzerns kamen die Artificial Hairbras. Die haben echt fesche Perücken. Willkommen, König! König? Wieso König? Ja, ganz richtig. König. Denn der Kunde ist bei uns König. Ich bin Stanislav von den Artificial Hair Brothers. Ich leite dieses Unternehmen gemeinsam mit meinem Bruder Dragoslav, der gerade wieder in Europa unterwegs ist. Was Sie wissen, Paris, Mailand, eben die Hochburgen des guten Geschmacks. Dort hält er am Rande aller Laufstege Ausschau nach den neuesten Trends und angesagtesten Haarmoden. Sie kennen sicher unser Motto, was morgen die neueste Mode besorgen wir Ihnen schon gestern. Also, was kann ich für Sie tun? Und seien Sie sicher, wir können immer was für Sie tun. Also... Ah, ich sehe, Sie brauchen dringend ein neues Outfit. Nein, nicht, dass Sie es nötig hätten. Natürlich haben Sie es nicht nötig. Aber ich sehe einen Kunden sofort an, wenn er mit seinem Aussehen nicht 110%ig zufrieden ist. Die Kunden sind immer zufrieden, da wir es nie so weit kommen lassen, dass sie überhaupt merken, dass sie unzufrieden werden. Wäre es nicht so, wären wir nicht die Artificial Hair Brothers. Jetzt fragen Sie sich sicher, wie kann ich meinen Typ schnell, einfach und preisgünstig ändern? Tja, das fragen Sie viele. Doch es gibt nur eine Antwort. Sie brauchen eine Perücke. Eigentlich... Sie jetzt sicher, eine Perücke? Das ist doch nur etwas für alte Herren mit Haarausfall. Und genau das ist ein großer Irrtum. Eine Perücke ist das Accessoire, um sich schnell und unkompliziert zu verwandeln. Eine unserer Perücken wird Ihr Leben total verändern. Glauben Sie mir, erst gestern kam einer unserer zufriedenen Kunden, und natürlich sind alle unsere Kunden zufrieden, und sagte, Stanislav, ich danke Ihnen, Ihre neue Perücke hat einen ganz neuen Menschen aus mir gemacht. Aber wieder zu Ihnen. Ich empfehle Ihnen, unseren neuen Typcheck zu machen. So finden wir garantiert die richtige Perücke für Sie. Moment, Moment, ich möchte eigentlich etwas ganz anderes. Etwas ganz anderes? Ah, ich weiß, als Sie das letzte Mal mit Ihrem Pudel beim Hundefriseur waren, hat der Gute ein wenig zu tief in die Flasche geguckt und den Rasierer zu weit unten angesetzt. Und jetzt brauchen Sie eine Pudelperücke. Ha, hätten Sie nicht gedacht, dass der gute Stanislav gleich drauf kommt, oder? Aber Sie glauben gar nicht, wie häufig so etwas heutzutage passiert. Tragisch, aber fast jeden Tag kommt eine besorgte Dame mit ihrem kleinen Liebling.
Ich bin weder eine alte Dame, noch habe ich einen kleinen Liebling. Und ich möchte auch nichts, gar nichts mit Hunden, Glatzen, Haaren, Perücken, Toupets oder sonst irgendetwas zu tun haben. Nun, wer wird denn gleich in die Luft gehen? Aber sagen Sie, was möchten Sie von den Artificial Hair Brothers, das nichts mit Perücken zu tun hat? Irgendwie kommen Sie mir bekannt vor. Oh, das ehrt mich. Wir stammen aus einer alten Handelsfamilie mit langer Tradition. Unsere Vorfahren haben damals mit einem kleinen Gebrauchtschiffgeschäft begonnen. Sie sehen, ich bin geradezu dazu verpflichtet, keinen Kunden zu enttäuschen. Könnte ich eine von Ihren Glühbirnen haben? Wie bitte? Naja, bei meiner Nachttischlampe. Also verstehen Sie mich bitte nicht falsch, aber wir verkaufen hier Perücken. Für deren Herstellung brauchen wir dieses helle Licht, denn nur so können wir Ihre hohen Ansprüche erfüllen. Außerdem sollen die Kunden auch sehen, was sie kaufen. Wir, die Artificial Hair Brothers, haben es nicht nötig, unseren Kunden mit Hilfe schlechter Beleuchtung zweitklassige Ware anzudrehen. Bei uns gibt es nur Stücke höchster Qualität. Aus welchen Materialien werden die Perücken hergestellt? Oh, ich sehe, Ihnen kann man nichts vormachen. Sie verlangen höchste Qualität und genau diese bekommen Sie natürlich bei uns, den Artificial Hair Brothers. Andere meinen, es käme nicht darauf an, wozu teures Echthaar. Es gibt doch billiges aus Kunststoff. Doch nur echtes Haar, wie wir es verwenden, kann höchsten Tragkomfort gewähren und eben diesen bekommen Sie bei uns. Außerdem färben wir die Haare, da die Färbung mit der Zeit verblassen könnte. Und wie sähe das aus? Wir benutzen nur das Echthaar, geliefert in einer natürlichen Färbung. Ich werde mir das noch überlegen. Tun Sie das, aber warten Sie nicht zu lange. Sehen Sie den stolzen Schädel dort hinten? Er möchte sich ein ganzes Sortiment an Perücken zulegen. Wenn Sie also etwas zu spät kommen, könnte die Auswahl stark eingeschränkt sein. Die Perücken gehen weg wie Regenschirme bei diesem Wetter. Habe ich Ihnen schon gesagt, dass es auch Perücken mit Dranotex gibt? Wasserfest und atmungsaktiv. Garantiert. Ist ja gut. Ich wollte es Ihnen nur gesagt haben. Nicht, dass Sie glauben, ich hätte Sie nicht genug informiert. Ein Afroamerikaner mit einer schönen, wallenden, blonden Perücke. Ich brauche es nicht. Beschmiert mit Schuppen, Gel, Haarwachs, Haarspray und vollgeschwitzt durch die ängstliche Kundschaft. Grundgütiger, das sieht gefährlich aus. Drano Futzgel extra stark. Jack 2 Enthaarungscreme. Hey, hey, da steht Jack und nicht Zack. Ich will es nicht. Meine Frisur hält auch ohne Gel alle Gefahren stand. Ein Kleiderbügel aus Plastik. Ich glaube, ich habe dieses hässliche Ding schon mal irgendwo gesehen. Lieber nicht, es könnte mich beißen. Ich bin der Schrecklichste aller schrecklichen Perücken. Gruselig. Schrecklicher Schädel schockt schöngeistigen Schreiber. Wer bist du denn? Ich bin ein schrecklicher, furchteinflößender und gefährlicher Perückenhalter. Ich bin Zack McCracken, ein mächtiger Reporter. Ich heiße Murray. Ich wurde dazu verdammt, für immer und ewig Angst und Schrecken über die Menschheit zu bringen. Wer soll dich denn verdammt haben? Das ist eine lange und schrecklich grauenhafte Geschichte. Bist du sicher, dass du dir die anhören möchtest? Na gut, okay. Mach es aber kurz. Gut. Ich lasse die ganzen schmutzigen Details weg. Es geschah vor vielen, vielen Jahren. Ich war ein junger, mächtiger, aber vor allem gut aussehender Pirat. Meinem Charme erlagen alle Frauen. Unter anderem auch eine junge Voodoo-Zauberin, die mich nicht nur an das Bett, sondern auch an sich binden wollte. Ich war jung und nicht bereit für so eine, Bindung.
Ich ergriff darauf am Tag der geplanten Hochzeit die Flucht und sie ihr Zauberbuch. Sie belegte mich mit diesem schrecklichen Fluch, den nur der wahren Liebe erster Kuss wieder aufheben kann. Das ist ja schrecklich. Du siehst aber nicht schrecklich aus, schon gar nicht mit dieser Perücke. Das hat mir der Besitzer dieses Ladens angetan. Er hat mich bei seinem letzten Urlaub am Strand einer einsamen Insel in der Karibik gefunden und hierher verschleppt. Nun friste ich hier mein Dasein als fursteinflößender Präsentationskopf. Diese Geschichte klingt irgendwie ziemlich affig. Pah! Was immer du sagst. Dein Gesicht kommt mir bekannt vor. Habe ich dich schon mal irgendwo gesehen? Das glaube ich nicht. Sicher verwechselst du mich. Möglich. Seit in der Modelbranche der magere Typ so beliebt wurde, kann man euch Models ja kaum noch unterscheiden. Modebranche? Ich bin ein schrecklicher, sprechender Piratenschädel. Das Einzige, was ich mit einem Model gemeinsam habe, ist meine Nahrungsmenge. Ich glaube, ich kenne dich aus einer Zahnpasta-Werbung. Werbung? Nein, niemals! Ich bin furchtbarer als alles, was du kennst. Ich brauche keine Werbung. Der Nachtwind flüstert ängstliche Geschichten von meinen Schreckenstaten. Kinder schrecken nass mit meinem Namen auf den Lippen auf. Ganze Armeen zucken zusammen, wenn nur mein Name fällt. Murray! Aber du hast recht. Ich habe tolle Zähne. Mein schreckliches Gebiss ist das Ergebnis hunderter Jahre Pflegearbeit. Und weißt du, wie ich sie pflege? Nein, erzähl. Ich fresse solche neugierigen Würstchen wie dich. Weiche von mir, böser Knochen. Kann es sein, dass du schon mal in einem mittelalterlichen Theaterstück eine wichtige Rolle gespielt hast? Theater? Pah! Ich kann nur eine Rolle. Ich bin der schreckliche, böse Geisterschädel. Komm mir nicht zu nah, oder ich werde dir etwas schrecklich Böses antun. Wenn du das versuchst, drehe ich die Perücke, die auf dir liegt, einmal herum. Ich bin ja schon still. Ich glaube, du hast recht. Ich kenne dich wohl doch nicht. Bis später. Lieber nicht, es könnte mich beißen. Diese Perücken sind der letzte Schrei. Man kann sich Perücken auf Wunsch anfertigen lassen. Was haben wir denn da? Eine dieser informativen Friseurzeitschriften. Anzeigenmarkt, Callservice-Nummern, Schönheitstipps. Das könnte nützlich sein. Der Mann auf dem Umschlag kommt mir irgendwie bekannt vor und seine Frisur. Gewagt, gewagt. Ah, hier ist auch ein Taxiunternehmen. Jetzt brauche ich nur noch ein Telefon, um das Taxi zu ordern. Hey, in der Lampe stecken die gleichen Glühbirnen wie in meiner Nachttischlampe. Allerdings hängen sie zu hoch. Die sieht ziemlich scharf aus. Ich bleibe bei meinem Buttermesser. Außerdem kann ich dem Friseur ja nicht sein wichtigstes Werkzeug abnehmen. Diese Perücken sind der letzte Schrei. Diese hier scheint geradezu zu glühen. Watt-Birnen, die gleichen habe ich auch in meiner Nachttischlampe. Ich hoffe, der Friseur wird sie nicht vermissen. Ah, hinter Ihnen ein dreiköpfiger Kunde. Was? Wie bitte? Wo denn? Ich hab sie. Sie wollen mich wohl veräppeln. Entschuldigen Sie, ich habe mich da wohl vertan. Genau das brauche ich jetzt. Drano Gülul Schaumfestiger für die moderne Businessfrau. Dranos Rubellose
Capillus aius immiralem odorem da. Frag jetzt bloß nicht, was das zu bedeuten hat. Drano Soljan grün, hält in Sekundenschnelle und verleiht ihrem Haar einen schönen Glanz. Dranos Blaukraut-Haarlotion für die problematischen Tage der Frau. Drano Mustard Fresh für langweiliges Haar. Dranos stinkende Spülbrühe vertreibt lästige Ungeziefer aus ihrer Dauerwelle. Drano Schmirofax, gelb, aus natürlichen Schmierfetten hergestellt. Dranos Turkey Dream gibt ihrem Haar den absolut tropfenden Nässe-Effekt. Wow, die Maus, die darin wohnt, muss eine tolle Frisur haben. Eine niegelnagelneue Glühbirne. Okay, ich drehe mal die intakte Birne rein. Das sollte helfen. Ich glaube, die kaputte Glühbirne brauche ich auch nicht mehr. Weg damit. Schau sie dir an, die Erde, wie klein und verletzlich. Niemand scheint bemerkt zu haben, dass der Schutzschild deaktiviert wurde. Ja, Sir, der King ist hochzufrieden. Wir werden schon sehr bald zu Phase 2 übergehen. Oh ja, die Menschheit wird zu spüren bekommen, was es heißt, uns für dumm zu verkaufen. Und das Schöne ist, niemand rechnet mit uns. Schon. Nur leider waren die Kristalle aus der Pyramide nicht mehr für unsere Zwecke nutzbar. Wir brauchen eine unverbrauchte Energiequelle. Der King vermutet das Artefakt im Inneren der Pyramide. Keine Sorge, wir haben einen unfehlbaren Plan entwickelt. Sehr gut. Und wie schreitet die Entwicklung im Labor voran? Alles läuft nach Plan. Mein Kartenspiel. Ich liebe Poker. Leer. Die mittlere Schublade. Zustand geöffnet, aber leer. Bis auf die kaputte Glühbirne ist die Schublade leer. Ich kann sie nicht noch weiter herausziehen. Sie klemmt. Ich kann sie nicht schließen. Ein paar Spielkarten. Eine Karo-Dame, ein Pik-Bube, eine Herz-5, eine Cash-Card und ein Pik-Ass. Hey! Wie ist denn da meine Cash-Card dazwischen gekommen? Eine Cash-Card. Ausgestellt auf meinen Namen. Damit bekomme ich überall Kredit. Noch! Ach stimmt, der Annie muss noch auf Waikiki sein. Hey, der Vermieter hat meinen Namen falsch geschrieben.
Zack McMund. Es macht nicht sonderlich viel Sinn, in meiner eigenen Wohnung zu klingeln, aber gut. Okay, Zeit, ein Taxi zu rufen. Auf geht's. Na komm schon. Hi, was kann ich für dich tun? Hallo? Spreche ich mit dem Taxi-Call-Service? Ja, sicher. Ja, ich möchte dann bitte ein Taxi bestellen. Du weißt doch sicher, dass du hier noch viel mehr als nur Taxis bestellen kannst. Wie bitte? Also, das Taxi soll mich dann bitte vor dem Artificial Hairbrush Geschäft abholen. Und wie wäre es mit einer Taxi-Stadtrundfahrt mit unserer Natascha oder Ramona? Wovon sprechen Sie denn? Habe ich die falsche Nummer gewählt? Ach so, da steht ja auch Taxi Call Girl Service. Entschuldigen Sie, aber bitte nur Taxi und kein Call Girl. Ich hab's nämlich sehr eilig. Du bist wohl ein ganz schneller Wie. Für eilige Kunden haben wir auch die richtigen Girls. Ich bin wirklich nicht der Typ für sowas. Ich möchte einfach nur ein Taxi bestellen. Geht das? Bitte, bitte, bitte. Wie langweilig. Na gut, dann schicke ich dir halt nur ein Taxi ohne Überraschung. Wann und wo soll der Fahrer dich abholen? In 10 Minuten vorm Friseursalon der Artificial Hairbrush, bitte. Geht klar, Süßer. Danke, dann wäre ja alles geklärt. Und du willst bei der wilden Taxifahrt wirklich keines unserer Girls dabei haben? Nein. Schade. Mach's gut, Süßer. Auf Wiederhören. Oh mein Gott, war das anstrengend. Oh, ich glaube, das Taxi ist schon da. Wohin soll's gehen? Bitte fahren Sie mich in mein Büro zum National Infiltrator. Lieutenant, Rush ist los. Ich bekomme gerade ein Signal von unserem Spitzelrein. Na, endlich. Auf den Monitor damit. Dark Lieutenant, Agent X-20 auf Position. Ich hoffe doch, dass das Haus vollständig zerstört wurde. Sieht leider nicht so aus, Lieutenant. Das Gewächs ist in das Zielobjekt eingedrungen. Es wurde aber nicht zerstört. Slowrick, bin ich denn nur von Einzellern umgeben? Die Drohne scheint nicht stark genug gewesen zu sein. Das sehe ich auch, du Hirsch. Und genau das ist das Problem. Die Entwicklung sollte viel weiter vorgeschritten sein. Wie sollen wir das dem King erklären? Wird hier über mich geredet? Nur in den höchsten Tönen, mein King. Nur in den höchsten Tönen. Nun gut, was ist passiert? Unser Setzling war nicht stark genug. Wir konnten McCrackens Büro nicht vollständig zerstören. Verdammt, ihr Versager! Unsere Batterien sind nicht stark genug, um einen ausreichend starken Wachstumsstrahl zu erzeugen. Da hat er recht. Meines Wissens gibt es nur ein Artefakt, das genug Energie aufbringen könnte. Ich weiß, welches Artefakt du meinst. Leider ist es verschollen. Mir kommt da eine Idee. Ich unterbreche nur ungern, aber McCracken nähert sich in einem Taxi. Ich muss die Verbindung abbrechen. Beschütte ihn weiter. Wir denken uns etwas aus. Verstanden, Boss.
Dank. Bitte warten Sie, es dauert nicht lange. Ach du Scheiße! Was? Was ist mit dem Infiltrator geschehen? Verdammt! Wo kommt dieser riesige Baum her? Seit wann wächst ein Baum durch mein Redaktionsgebäude? Es handelt sich bestimmt um ein modernes Kunstprojekt. Soll ich ihn fällen? Ich sollte den Dachboden entrümpeln lassen. Da hängt Unrat aus dem Fenster. Die ist alt, verdreckt und nutzlos. Welcher meiner Mitarbeiter könnte so etwas besitzen? So geschmacksverirrt bin nicht mal ich. Das kann nur ein übler Scherz sein. Der Putz ist ziemlich hinüber. Das ist hirnrissig. Das Fenster scheint besser in Schuss als meine. Dazu fehlt mir das passende Werkzeug. Er soll verhindern, dass Bären das Gelände betreten. Nein, ohne den zertrampeln alle den Rasen. Wann wächst ein Baum durch mein Redaktionsgebäude? Es handelt sich bestimmt um ein modernes Kunstprojekt. Da hat jemand die Scheibe angeworfen. So eine sinnlose Zerstörung.